Hier Prismen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Batman Arkham Origins. In der letzten Folge haben wir hier eine fette Schlägerei gehabt und noch eine, glaube ich. Jedenfalls machen wir erstmal weiter im Geschehen. Die Tür ist verschlossen, ist ja geil. Aber hier war doch eine explosive Wand oder so ein paar Holzbretter, die ich hier easygoing wegspringen kann. Und boom, baby. Das hier sieht aus wie so eine Telefonzentrale. Nichts geortet. Okay, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Hier gibt es einen fetten Soda-Cola-Automaten oder so. Ich dachte erst, da steht Sondercola und dann habe ich mich gefragt, was das ist. Und nein, das ist keine Schleichwerbung für Cola. Coca-Cola. Okay, wir können hier auf jeden Fall auch nicht irgendwie die Schränke durchsuchen oder so. Ich dachte, da finden wir jetzt vielleicht irgendwas Cooles. Barbara Gordon, richtiger Name, es gibt übrigens kein Bild dazu, richtiger Name, doch jetzt. Richtiger Name Barbara Gordon, Beruf Highschool-Schülerin, Standort, toller Beruf. Toller Beruf. Standort Gotham City, Augenfarbe blau, Haarfarbe red. Größe 1,57, Gewicht 48 Kilogramm, Alter ist die fett. Eidetisches Gedächtnis, umfangreiches Wissen über Telekommunikation und Netzwerksicherheit. Unterstützt alternative Methoden zur Verfolgung Krimineller. Unterstützt alternative Methoden zur... klingt cool. Hacker. Na gut, Barbara ist die Tochter des GCPD-Captains James Gordon. Obwohl sie gerade einmal 15 ist, verfügt sie schon über ein sehr abgeklärtes Verständnis darüber, wie diese Stadt funktioniert und über die Korruption, die sie durchdringt. Sie ist eine der wenigen, die wirklich zu verstehen scheint, was Batmans Ziele sind und die seine Bemühungen unterstützt. Ihr Eifer ist bei der Aufdeckung von Korruption... ihr Eifer bei der Aufdeckung von Korruption könnt ihr eigenes... Meine Güte, könnt ihr eines Tages noch Ärger bereiten. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollte sie genau beobachtet werden. So, Text geschafft. Alter, ich raste gleich aus. Verstehst du es nicht? Das System funktioniert nicht. Barbara, warte. Was? Was ist gerade passiert? Da macht keinen Scheiß, ne? Ey, wo kamen die Stimmen denn her, Junge? Junge. Da hinten liegen nur die Körper. Lol, wo kam es her? Hier ist eine Leiter. Ich wollte gerade sagen, doch, da ist tatsächlich auch noch eine Tür, die ich nicht betreten darf. Muss ich wohl doch die Leiter nehmen. Schade. Batman ist im Gebäude. Er kommt direkt auf eure Position zu. Bereit machen. Nicht schon wieder sowas, ey. Lange her, dass ich Weihnachten verpasst habe. Umgekehrtes Ausschalten wäre natürlich nicht schlecht hier, ne? Heiligabend und dann noch dieser Sturm. Klar. So wie das. Und jetzt erlaube ich mir natürlich noch wie immer einen kleinen Spaß. Ups. Das glaube ich ja nicht. Ah, da bin ich auch schon wieder zu spät dran. Das wird wohl gar nichts werden. Hier gibt's auch ein paar. Du kommst hier nur in einem Leichensack raus. Verstanden, Lieutenant. Ganz ruhig. Denk an deine Ausbildung. Konzentrier dich auf deine Aufgabe.
Ich würde gerne den da hinten hier so ein bisschen. Ja, versteck dich nur! Wenn wir dich finden, machen wir dich kalt! So, da steht er. Die Fledermaus hat einen erwischt! Zusammenbleiben! So, genau. Ah, ja! Schnell! So, das darf ich nur nicht zu früh aktivieren. Am besten, wenn da entweder einer drauf oder drunter steht. Ich glaube, drunter wäre sogar noch besser. Ihr werdet es bestimmt auch schon bemerkt haben, aber umgekehrtes Ausschalten ist immer meine Lieblingsmethode. Erstens ist hier am einfachsten, zweitens, naja, gut, am einfachsten, ne, aber ist nicht unbedingt am effizientesten, aber auf jeden Fall eine ganz einfache. So. Ah, die gucken fleißig. Wie viel haben wir denn noch? 6 Stück. Dann suche ich mal weiter. Gott, da unten kann ich auch noch so viel machen, ey. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst, Batman? Du bist Zahlen und Waffen. Da könnte ich jetzt ziemlich viel machen. Habt ihr das alle gehört? Moment mal. Moment mal. Ich werde diesen Herumtreiber schon finden. Wo kommt? Wo geht der jetzt hin? Kommt er da direkt lang? Wir müssen uns aufteilen. Ich hab ein bisschen Schiss. Hab ich nicht gesehen. Ich könnte da hin. Stabile Metall. Ihr seid alle gefeuert, wenn ihr das hier verbockt. Ah, das ist doch gut hier. Dann hätte ich gerne das und das. Der Laden gehört uns. Wir gehen erst, so, wenn wir das, die Leiche haben. Das? Niemand ist kugelsicher. Bin schon lang genug dabei, um das zu wissen. Oh, Scheiße. Du wirst hier auf keinen Fall lebend rauskommen. Schon gut, verstanden. Aus welchem Holz ist der denn geschnitten? Oh, Junge. Kommt. Oh, Junge. Gebt euch Deckung, Männer. Lasst okay. Euch von dem Bastard nicht überrumpeln. Ach, der ist auf einer anderen Ebene da unten. Dann kann ich ja hier. Der kennt sich mit Polizeitaktiken aus und erteilt uns eine Lektion darin. Eins kann ich noch. Der Kampf von dem Typen verwerfen Spieß. Eins kann ich noch. Ansprühen. So. Du kommst hier nur in einem Leichensack raus. Okay. Genau, warte einfach ab, du hinterhältige kleine Male. Der Typ wird's be- ah! Hey, wa! Geht in Richtung des Geräusches, das ist Entschuldigt wie immer, dass ich gerade nicht so viel rede, aber das erfordert auf jeden Fall Konzentration. Okay, langsam wird's echt seltsam. Ich lass dich nicht gern so zurück. Verdammt! Da stehen drei Stück, Alter. Der wischt mit uns den Boden auf, wer hat den Typen ausgebildet? Passt besser auf als der hier, es sei denn, ihr wollt Steaks durch Strohhalme schlürfen. Verteilt euch und findet diesen... Jetzt sollte ich ganz schnell weg. Das war jetzt aber mal... Ey, das war zu viel, Mann. Alles möglich heutzutage, oder nicht? Keine Ahnung, was das gerade war. Steht er da hinter dem... Ja, er steht hinter dem Pfeiler. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Gehen wir noch mal ein bisschen...
weiter. Hier auch noch ein bisschen lang. Komme ich da irgendwie sicher drauf? Habe ich irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich das Seil total verfehle und den direkt in die Quere springe. Wo stehen die denn alle? Okay, da ist einer hier direkt vor mir, da vorne. Da haben wir noch vier. Okay, da ist der letzte. Ich bin mir nicht sicher, ob man das Seil verfehlen kann. Aber ich will es auch nicht drauf ankommen lassen. Pass darauf! Ich dachte, du wärst er! Du brauchst vielleicht Hilfe! Wo ist der vierte? Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine. Ja, vielleicht dumme Aktion, aber. Hey, zeig dich! So, jetzt kommt mal dahin, bitte. Ja, wisst ihr was? Ich mache noch was. Ich setze da gleich noch einen drauf. Nein, 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 hau nicht ab, hau nicht ab. Bitte. Ach, schade. Der Feuerlöscher ist hochgegangen. Was willst du von mir? Jemand hat das Ding geworfen. Was auch immer. Ich sehe nur die Spitze. Okay, langsam wird's echt seltsam. Oh, scheiße, jetzt haben sie mich das erste Mal. Jetzt haben sie mich aber auch gut getroffen. So macht das also. Diese Vorsprünge, schießt sie runter! Ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Boah, Alter, hier wird aber hart geballert, Junge. Achso, das war der Erschütterungszünder. Ich soll ihn losschneiden? Kein Ding. Was zum Teufel? Okay, langsam wird's echt seltsam. Oh Mann, ey. Verdammt, der ist schon lange weg. Komm schon. Eine Idee habe ich noch. Idiot. Ich kann da jetzt auch einfach eine Rauchbombe reinwerfen. Jemand hat an den Teilen rumgepfuscht. Au! Haltet euch was vor den Mund! Ich kann nichts sehen hier drin! Okay. Jetzt mach ich mal ein bisschen Risky Action. Und weg. Ganz schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, nicht schon wieder, komm.
versuchen wir jetzt nochmal hier dran zu hängen. Hat ja gut geklappt. Dein Herz schlägt noch. Ich kann eine Rauchbombe werfen. Wir brauchen mehr Einheiten. So wie der hier wollt ihr nicht enden. Also haltet die Augen offen. Bleibt nicht so dicht zusammen. Kommt aus! Ich kann keine werfen. Warum nicht? Jemand hat das Ding geworfen. Er schießt auf uns! Ach komm. So, jetzt ist der auch noch weg und wir können endlich die Folge beenden. Stufenanstieg. Na gut, auch den Stufenanstieg machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, haut raus. Bis dann und ciao.